Also Leute, wir sind hier wieder mal bei Basteltipp. Holt ihr einen Bastelkleber raus. Holt ihr einen Bastelkleber raus und ihre Bastelscheitern. Wir werden heute einfach mal einen PC umbauen. Und zwar dieses alte Gehäuse ist meiner, ja, wer sich da fragt. Wem gehört das? Ja, das ist mein PC eigentlich. Wunderschön. Wunderschön noch immer, nur ich habe mir einfach mal wieder was Neues gegönnt, weil ich einfach mal wieder Weiterentwicklung habe und einfach zu viel Geld habe und ich weiß wohin mit dem Geld. Deswegen bauen wir dieses Gehäuse, liebe Leute, heute in dieses kleine süße Ding, liebe Leute. Ja, das ist sehr viel. Das ist wirklich süß. Er ist zwar süß und klein, aber er ist kompakter zum Tragen, falls ich mal irgendwo unterwegs bin. Und ja, es hat Plexiglasbeleuchtung. Ich hoffe, meine Teile gehen sich aus. Ich habe alles ausgemessen, ich habe einen Maßstab schon gehabt. Und habe schon alles ausgemessen, dass es auch passt. Sieh dir das an. Das Kabelmanagement, das kriegen ja, das Beste ist... Das Beste an diesem Gehäuse, das gefällt mir überhaupt total super. Du kannst hier jedes Einzelteil, Link davon ist in der Beschreibung von dem Gehäuse, den man hier einfach mal separat irgendwann bei einer Entstaubung einfach nehmen kann und ja, den dann einfach mal entleeren kann, oder? Na gut, ich hätte gesagt, wir stellen die Kamera um. Ihr seht uns gleich von oben. Genau, wir machen noch die zweite Seite auf, weil der PC ist super zum Zusammenbauen, du kommst hier wirklich auch so zu allen Seiten hin, wie du nur irgendwie möchtest. Das müssen wir so offen lassen, da kommen dann die ganzen Kabel hin. Genau, also wir haben jetzt hier mal alles so zerlegt, wie wir es brauchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute, von der anderen Ansicht. We'll be right back.
So Leute, wir haben es jetzt endlich geschafft, ne, absoluter Wahnsinn, wir sitzen hier seit 5 Stunden am Machen, nein Spaß. Du hast nicht mal eine Uhr oben, das wäre das Allerbeste. Wir sitzen hier seit 5 Stunden. Ja, es soll auch noch hinten leuchten. Du müsstest vorne eventuell noch 2 blaue kaufen. Ja, das ist so geil. Das ist, dann, das ist schon wieder Luxus, warte mal, wenn es ganz dunkel ist. Dieser Kühlblock von Noctua, der ist größer als mein PC. Ja, könnte schon mit einem Outdoor-Kühlblock vergleichbar sein. Es kühlt auf jeden Fall von allen Seiten. Ich bin hier sehr zufrieden. Es ist. Mal schauen, wie viel Temperaturen er dann hat, wenn wir es nochmal prüfen. Ich meine, es ist schon alles. Die ganzen Teile sind schon 4 Jahre alt. Liebe Leute, wir werden jetzt noch am Ende unseres. Ja, wir bauen einen PC zusammen, so nennen wir das. Haben wir auch jetzt dieses Mal, was wir schon letztes Mal gesagt haben, dass wir eine kleine Verlosung machen. Das werden wir jetzt machen. Es ist nur eine kleine Mal für den Anfang. Wir werden ein Battlefield DLC. Verlosen, das ist dieser der Shall Not Pass mit diesen ganzen neuen Karten, also der neueste DLC, was ich weiß. Und den was? Ich hab kein Bild davon, es wäre cool, wenn du jetzt was herhalten könntest. Das ist ja gleich ein Tod herhalten, Alter. Also auf jeden Fall, das verlosen wir und einfach in die Kommentare reinschreiben und wir wählen dann einfach eben den zufälligen aus und ja, der Gewinner kann sich dann freuen über ein cooles Battlefield 1, ja, Battlefield 1 müssen wir dazu sagen, DLC. Der Shall Not Pass. Nur nochmal zum Mitschreiben. Nicht, dass das verwechselt wird. Ja. Kommt nochmal in die Beschreibung. Genau, wir kommentieren selber. Wir kommentieren selber. Oh, nein, das kommt alles in die Beschreibung. Ihr müsst in die Beschreibung schauen, sonst könnt ihr das nicht gewinnen. Ihr müsst euch die Beschreibung angucken. Wenn ihr da nicht reinguckt, dann werdet ihr das nicht gewinnen, weil ihr euch nichts durchlest. Ja. Gut, okay. Auf jeden Fall war's das und ja, bis zum irgendwann. Bis zum nächsten Mal. Reinhauen und wieder schauen.